Moin, moin, Freunde meines Kanals und schön, dass ihr eine Runde eingeschaltet habt bei meinem Format, bei meinem Video. Ich bin der Silbermatze und ich begrüße euch sehr herzlich. Ja, in dieser Runde würde ich sagen, an diesem wunderschönen, Freitagabend oder je nachdem, wann ihr das Video eben schaut. So, Gold- und Silberpreis. Ich brauche dazu im Moment nicht zu viel erzählen. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Mal wieder hat man den Eindruck, es bewegt sich sehr wenig, ja. Bevor jetzt wieder irgendwelche Kritiker daher tanzen, liebe Freunde, und meinen von wegen, Gold und Silber ist das schlechteste Asset, ja, kann ich nur raten, liebe Freunde, dann lasst es einfach bleiben, investiert in irgendwelche Aktien und werdet glücklich, ja. Aber hört auf, immer wieder auf irgendwelchen anderen Asset rumzuklopfen, ja, weil das bringt euch nichts. Gold und Silber ist meiner Meinung nach, ja. Was eure Meinung ist, interessiert mich. Nicht Spaß beiseite. Meiner Meinung nach ein Investment, was definitiv in der Zukunft oder anders formuliert zukunftssicher sein wird, weil es mit Sicherheit ja irgendwann eine Änderung in dem Finanzsystem geben wird. Auch wenn das der ein oder andere immer noch nicht haben will. Es wird passieren, ja. Wenn ich heute, dann vielleicht morgen und wenn nicht morgen, dann halt übermorgen, ja. Spielt das eine Rolle? Nein. Ich finde es auch immer interessant, dass die Leute immer meckern, ja, und immer vergessen, dass das auch eine langfristige, zukunftsorientierte Anlage ist, ja, die eben nicht zum kurzfristigen Spekulieren gedacht ist. Und selbst bei Aktien, liebe Freunde, selbst bei Aktien machen die Leute immer wieder den Fehler, dass sie meinen, durch diese neumodische Trading-Erscheinung, kurzfristige Trading-Erscheinung, ja, zu glauben, das wäre die Wahrheit des Marktes. Und das ist halt nicht der Fall. Ich möchte das nochmal explizit betonen. Daytrading oder generell Trading ist nicht das einzige Instrument am Markt, was existiert. Es gibt auch viele andere Möglichkeiten, sich zu verwirklichen. Und so kann man natürlich auch mit Aktien langfristig sich was aufbauen und sich diversifizieren und ein Vermögen erwirtschaften. Das funktioniert, liebe Freunde. Sehr einfach sogar, ja. Zum Beispiel ist das auch eine Marketingstrategie von Warren Buffett. Nur so als Beispiel. Deswegen ist dieser Mensch so unglaublich reich, weil er eben nicht kurzfristig irgendwelche Scheiße zusammenkauft, sondern eben immer die Werte zusammenkauft, die gerade sehr tief sind und dann sie so lange hält, bis sie eben das entsprechende Niveau erreicht haben. Und das kann natürlich Jahre dauern. Wen interessiert das? Wen juckt das schon? Ja. Und da muss ich sagen, das ist genau das, was viele Menschen so falsch machen, weil sie glauben, kurzfristig ist das Einzige, womit man sehr schnell Geld verdienen kann. Oder generell diesen Gedanken hegen, Hauptsache ich habe sehr, sehr schnell innerhalb von 10 Sekunden am besten 50 Millionen Euro verdient. Das ist genau das, was die meisten Menschen glauben zu wissen oder glauben, dass ein Markt genauso funktioniert. Und so funktioniert es halt eben nicht. Ja. Und deswegen ist es halt dann auch ein leichtes, auf das Thema Edelmetalle rumzuhacken, weil gerade da braucht man einen sehr, sehr langen Atem. Ja, und zwar über Jahrzehnte hinweg, womöglicherweise. Insofern sind Edelmetalle natürlich genau das Instrument, um sich zum Beispiel zu diversifizieren, ja, oder auch langfristig Gewinne abzusichern, um diese dann im richtigen Zeitpunkt zum Beispiel in Werte zu investieren, die gerade eben unterbewertet sind. Und selbstverständlich können das Aktienwerte sein. Wie blöd muss man eigentlich im Leben sein, zu glauben, dass Aktien nicht unterbewertet sein können, auch in dieser Zeit, ja. Natürlich gibt's das. Und wie gesagt, das ist genau der Grund, warum es erfolgreiche Menschen gibt und warum es halt eben nicht erfolgreiche Menschen gibt. Weil viele Menschen immer glauben, das funktioniert nicht und man muss am besten für 1,50 Euro an einem Tag kaufen, hoffen, dass es 1,90 Euro wert ist und dann für 40 Cent teurer wieder verkaufen. Das alles an einem Tag, am besten in 10-Minuten-Takt. Ja? Schwachsinn. Natürlich funktioniert das auch. Gar keine Frage. Aber man muss dazu erwähnen, dass man einfach, ja, wie soll ich sagen, es gibt viele Handelsstrategien. Ja. Willkommen zurück. Ja, da habe ich eine kurze Unterbrechung gemacht, weil es ziemlich stark geregnet hat. Insofern habe ich dann gewartet und mache jetzt mein Video weiter. Zurück zum Thema. Ich sagte ja schon, ein Aufregvideo. Nein, Spaß. Kein Aufregvideo, ein Matze-Video. So könnte man es formulieren. Das sind halt so Sachen, wo ich mich manchmal echt richtig aufregen kann, wenn ich so über die aktuelle Marktlage nachdenke. Ja, dann denke ich mir ganz oft, Freunde, in was für einer Welt muss man denn leben, wenn man nur noch glaubt, es geht von einem Hoch zum nächsten Hoch,
vom, weiß ich nicht, von 100 auf 200, von 200 auf 300 und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Wo ich mir, da denke ich mir ganz echt, ja, das mag funktionieren. Und ja, natürlich hat das bei mir auch funktioniert, sonst würde ich mit Sicherheit nicht hier sitzen. Ja, also ich werde ja oft gefragt, du, boah, wie hast du dein Vermögen gemacht? Und du scheinst auch nicht gerade unbedingt ja, ärmlich zu sein. Natürlich, ich habe auch gezockt und ich hatte natürlich auch Glück, ja, aber das ist halt nicht nur die eine Weisheit. Und ich muss halt auch dazu erwähnen, ich habe auch Erfahrungen gemacht, die halt echt schief gegangen sind, ja. Ich meine, man hat nicht nur Glück, man hat halt auch mal im Leben Pech. Und dieses Pech kann dich halt echt in die Scheiße reinreiten, und zwar richtig in die Scheiße reinreiten, so dass du am Ende alles verlierst, ja. Und das ist das, was viele Menschen nicht gerne hören wollen. Ich sag's immer wieder, das ist das, was gerne ausgeblendet wird. So als gäbe es das in der Realität nicht. So zu tun von wegen, ja, ich investiere jetzt in den Bitcoin, in die Aktien, in den ETF oder ETC oder was auch immer, ja. Und dann geht das eine Weile gut und dann wird das immer gut gehen und ich werde wahrscheinlicherweise zu 100% genau den einen Zeitpunkt erwischen, wo ich das absolute Hoch erreiche und dann sozusagen den Gewinn abschöpfen und mir gleich am Straßenrand oder am besten am Strand eine riesen fette große Villa hinpflanzen mit drei verschiedenen Lamborghinis und am besten noch ein Bugatti obendrauf oder sowas. Ja, das sind so Träume. Ist okay, man darf das träumen, alles gut, ja. Man darf halt nur nicht enttäuscht sein, dass es auch echt, ja, nach hinten losgehen kann, ja. Und jetzt eine ganz einfache Frage. Wenn du in den Aktienmarkt investierst, ja, sei es zum Beispiel kurzfristige, also kurzlaufende oder mittelfristige Gewinnabsichten hegst, ja, und du deine mittelfristigen Gewinne zum Beispiel umschichtest in Edelmetalle, um damit die möglichen Verlustrisiken von kurzfristigen Gewinnverlustmöglichkeiten zu diversifizieren mit Edelmetalle. Was ist daran falsch? Ja, diese Frage kann mir einfach kein Mensch beantworten. Es tut immer jeder so, oder anders formuliert, jeder behandelt, oder viele, nicht jeder, Entschuldigung, aber viele behandeln dieses Thema Edelmetalle so stiefmütterlich, ja, so nach dem Motto, ja, gehört halt irgendwie dazu, aber brauchen? Nö, nur dann im Notfall, dann bin ich froh, wenn ich es habe. So, ja. Und diese Dunkelziffer von Investoren, die sozusagen im richtigen Zeitpunkt mögliche Verluste oder aber auch Gewinne in Edelmetalle umschlichten, die ist sehr, 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 sehr hoch. Nur spricht darum keiner oder selten wenige darüber. Das ist der Punkt. So Menschen wie ich, die vor der Kamera sitzen und offen über ihre Investments reden, ja, das ist ja nicht die Regel. Ich meine, das werden wahrscheinlich viele meiner Zuschauer bestätigen können. Es gibt Leute, die so gut wie undurchsichtig sind in dieser Hinsicht, ja. Und um ehrlich zu sein, ist das wahrscheinlich auch das Schlaueste, was man machen kann in der Hinsicht, ja. Was der Staat nicht weiß, macht ihn nicht heiß, sage ich mal so, ja. Insofern macht es natürlich Sinn, wenn man nicht alles so hinauspusaunt. Und die Frage kann man sich ja leicht selbst beantworten, wenn man sich mal die jährlichen Umsätze an Münzen, physischen Münzen, die über den Ladentisch wandern, mal anschaut, ja, wie viele Millionen von Unzen jährlich sozusagen über den Ladentisch wandern. Das ist ja nicht nur einer, der physisch sozusagen kauft, das sind ja mehrere, ja, Menschen in der Schweiz und was weiß ich, wo auch immer, ja. Insofern finde ich es immer interessant, dass man aus diesem Thema Edelmetalle immer so ein Heckmeck macht, ja. Ich habe mich ja vorher schon genug darüber aufgeregt, wo ich sozusagen in den Regen reingelaufen bin. Deswegen lasst euch, egal wie eure Strategien ausschaut, ja, lasst euch da nicht zu sehr beeinflussen. Das ist auch so ein bisschen der Tenor dieses Videos. Ich muss mich schon wieder aufregen, weil ich schaue ja selbst auch YouTube. Es ist ja nicht so, dass ich als YouTuber andere YouTuber meide und sage, ich bin hier, ich habe hier einen Gottkomplex. Ihr wisst, was ich meine. Und schaue mir deswegen keine anderen YouTuber mehr an, und weil nur ich bin hier die Weisheit. Das mache ich ja nicht. Ja, also ich informiere mich ja auch, ja, und schaue sozusagen bei der, in Anführungsstrichen, Konkurrenz. Ja, weil irgendwie, das ist auch sowas neu modernes, dass man nur noch überall an jeder Ecke Verrat, Konkurrenz,
irgendwie riecht, ja, ist ja nicht so. Also insofern soll jeder so machen, wie er will, ja. Aber trotzdem möchte ich das schon durch meine Art öffentlich in der Kamera oder in der Öffentlichkeit ansprechen, dass es auch leider Gottes sehr viele YouTuber gibt, die im Prinzip nur eins wollen, und das ist eure Kohle. Eure Kohle, ja. Und mich ärgert es immer, mich ärgert es so dermaßen, wenn YouTuber dir das Blaue vom Himmel runterrattern, dir irgendwelche Links anbieten, du auf die Links klickst und die funktionieren dann nicht einmal, ja. Weil sie sind ja in dem Moment kostenlos. Versteht ihr, was ich meine? Dann funktioniert es nicht. Da kann ich mich so dermaßen ärgern, ja. Weil das einfach dann eine Lüge ist, ja. Und wenn man dann Antworten bekommt, so aller, ja, bei mir funktioniert's ja. Ja, interessiert mich doch ein Scheißdreck, aber bei mir funktioniert's nicht. Und ich bin doch der Kunde, ja. Und wenn du dann als Kunde sozusagen, in dem Moment, so dermaßen verarscht wirst, wie soll ich dann so jemanden ernst nehmen? Erklärt mir mal einer bei Gott, wie ich so jemanden ernst nehmen soll, ja. Insofern, und solche YouTuber, die im Endeffekt dann euch sagen, ich weiß den ETF-Plan, ich habe die Strategie oder ich habe das Produkt entwickelt, weil BlackRock und wie sie nicht alle heißen, Vanguard, BlackRock, JP Morgan, sind alles dumme Hunde, deswegen bin ich ein YouTuber geworden, weil ich es besser weiß. Klar, logisch. Deswegen sind Großbanken Großbanken und du nicht. Ja, versteht ihr, ich meine, versteht ihr den Witz dahinter? Und das Interessante ist, dass die Menschen auch noch auf so einen Rotz reinfallen. Ja, ich meine, ich will nicht alle YouTuber unter einen Kamm scheren, um Gottes Willen. Es gibt auch sehr anständige YouTuber, ja. Aber die meisten fallen drauf rein. Und das Lustige ist, dass solche YouTuber auch noch dann so mächtig groß werden, ja. Mit 200, 300, 400.000 Abonnenten zeitweise, ja. Wo ich mich echt frage, liebe Leute, wieso wollt ihr so verarscht werden? Was, ist das ein Punkt, wo ich mal, ist das so, wie soll ich es formulieren? Da fehlen mir direkt die Worte. Ist das so ein Punkt, wo man sozusagen die Realität ausblendet und einfach nur sich wünscht, auch mal Glück im Leben zu haben? Oder ist das so ein unterbewusstes, permanentes Ausblenden von Realitäten, um also dieser destruktive Realität, so wie es ja aktuell ist, um das überhaupt ertragen zu können? Also ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich kann mir darauf keinen Reim machen, warum Menschen sich zeitweise so gerne verarschen lassen im Leben. Ja? Es gibt sehr gute, sehr anständige YouTuber, auch mit mehr als 100, 200.000 Abonnenten, auch mit weniger Abonnenten. Man muss aber dazu sagen, dass es offenbar in der Öffentlichkeit so ist, wie in dem Film Sin City. Ja, ich komme mir da immer so vor wie in dem Film Sin City. Da gibt es einen Gouverneur, ich weiß gar nicht mehr, was das, oder war das Gouverneur, gerne mal korrigieren, falls ihr den Film Sin City kennt. Da steht der Gouverneur vor dem Bett, vor Bruce Willis, der sozusagen angeschossen wurde, und sagt ihm eine Weisheit. Ja, und diese Weisheit scheint auch in unserer Realität leider Gottes sehr, sehr gut zu funktionieren. Ja. Lügen, bis sich die Balken biegen. Lügen, bis sich die ganze Welt nach dir richtet. Lügen, bis sich die Balken liegen. Und nach deiner Pfeife tanzt die Welt. Ja, so ist es. Und der Punkt ist, es scheint auch wirklich so zu sein. Ja, weil die Leute lassen sich gerne belügen. Die Leute lassen sich gerne Bären aufbinden. Bären. Ich lasse mir lieber gern Bullen aufbinden, aber okay. Ihr wisst, was ich meine. Der Punkt ist, ihr müsst euch selbst mobilisieren, ihr müsst euch selbst informieren, ihr müsst euch selbst mit den jeweiligen Produkten beschäftigen. Und wenn ihr euch mit diesem Produkt beschäftigt, dann beschäftigt euch auch mit der Konkurrenz dessen Produkts, ja, also mit dem vergleichbaren Produkt. Und fragt euch, was ist besser, ja? Aber vertraut doch nicht blindlings nur irgendjemanden, der sagt, ich habe den ETF-Plan, ich kaufe jetzt die Aktien. China-Aktien, Schrott, oder. Versteht ihr, was ich meine? Hinterfragt diese Dinge. Und das ist etwas, was ich mir auch in sehr vielen anderen gesellschaftlichen Diskursen wünsche, gerade wenn ich an Politik denke, ja? Warum zum Teufel sollte es in irgendeinem Moment verboten sein, Dinge zu hinterfragen? Ja, Dinge zu hinterfragen heißt ja nicht,
sie nicht anzunehmen oder gesellschaftlich abzulehnen. Es heißt ja nur, sich damit zu beschäftigen, ja, um sich ein besseres Bild, eine bessere Meinung, eine bessere Meinung bilden zu können. Darum geht's doch, ja. Und um sich sozusagen selbst, selber im Leben sozusagen auch voranzukommen, sich selbst auch zu bilden und seinen eigenen Geist zu erweitern, ja. Das hat doch überhaupt einen Scheißdreck damit zu tun, zu sagen, die sind alles Leugner oder das sind alles Spinner oder sowas, ja. Oder Verschwörungsschwippler oder irgendwie sowas. Ganz im Gegenteil. Ich will nicht sagen, ihr sollt Philosophen werden oder sowas, ja. Aber man muss doch im Leben Dinge hinterfragen dürfen, ja. Und da gehört es doch dazu, vergleichbare Produkte sich anzuschauen, ja. Wenn ich mir Bitcoin anschaue, dann schaue ich mir natürlich das Thema Gold an, ja. Und wenn ich mir Gold anschaue, dann schaue ich mir natürlich das Thema Bitcoin an. Und dann frage ich mich, ja, warum ist dieses Thema Bitcoin so ein Hype, ja. Und dann wende ich auf dieses Thema, dann spreche ich mit jungen Menschen, die sich eben mit Bitcoin beschäftigen, ja. Und dann frage ich halt mal, was interessiert dich daran? Was ist das, was dich anzieht? Das sind so ganz banale Dinge im Leben, die doch jeder Mensch tun kann, ja. Und wenn ich mich mit Bitcoin beschäftige, dann beschäftige ich mich auch mit Aktien. Und wenn ich mich mit Aktien beschäftige, dann beschäftige ich mich mit ETFs. Dann beschäftige ich mich halt mit den Dingen, ja. Das ist doch das, worum es geht. Und in der Politik ist es doch genauso, ja. Da wird immer so getan, als wenn die ultimative Weisheit ist, ja. Gerade was junge Menschen betrifft, das regt mich so auf. Ich meine, ich bin ja auch kein alter Mensch, aber jüngere Menschen, wie ich es bin, ja, das regt mich so auf. Ich meine, da schreien sie immer alle von wegen Klimaschutz, 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 ja, das ist richtig. Aber ganz ehrlich, das hätte man vor 20 Jahren auch schon tun können. Hat's da irgendjemand interessiert? Nein, ja. Jetzt plötzlich sich hinzustellen und zu sagen, wir müssen die Welt von heute auf morgen ändern, ja. Man überlegt euch mal, auf wie viel Prozentpunkte die CDU immer noch kommt, ja. Zum Beispiel, ja. Auch wenn die Grünen mächtig aufgeholt haben und SPD und wie sie nicht alle heißen, AfD, Linke, was weiß ich, ja. Ich will auch nicht zu politisch werden, aber dieses Thema stand auch bei mir auf meinem Kanal mal an, ja. Weil es ja nicht so ist, dass ich gar keine Meinung über Politik habe. So ist es ja nicht. Aber ich werde einen Scheißdreck tun, jetzt plötzlich nur mich auf eine Seite festzulegen, in dem Fall auf die Grünen festzulegen, sage ich auch ganz ehrlich in die Kamera, und wenn es euch nicht gefällt, dann schaltet bitte aus, weil das ist Meinungsfreiheit, das ist Meinungsfreiheit, dazu stehe ich. Ich kann mit dieser grünen Politik nichts anfangen, ja, und noch weniger kann ich damit was anfangen, wenn immer alles auf den Nacken der kleinen Menschen stattfinden muss, ja. Warum hat man nicht Jahre vorher schon große Konzerne besteuert, sozusagen? Jetzt kommen sie alle mit Steueroasen daher, ja? Und wenn man aus Deutschland auswandert, soll man trotzdem besteuert werden, dies, das und jenes, ja? Aber das hat man doch vorher schon gewusst, ja? Und ich meine, ganz großes Thema Amazon. Warum unterstützt man da nicht kleine lokale Geschäfte oder mittelständische Betriebe, ja? Das ist doch der Punkt. Es hat einfach keinen gejuckt. Ganz im Gegenteil, die Politiker haben noch mitgewirtschaftet. Weil hinter jedem Politiker oder hinter vielen Politikern oder generell in der Politik auch ein Lobbyismus steht. Hat das jemanden interessiert? Interessiert das irgendjemanden, dass im Bundestag, man, du kannst ja nicht einfach so reingehen, du brauchst ja sozusagen eine Karte, dass es mehr Dauerkarten von Lobbyisten gibt, wie es überhaupt Sitze im Bundestag gibt. Ich meine, das habe ich ja schon mal in der Kamera erzählt, ja. Es gibt doch nicht mal so viele Sitze im Bundestag. So viele Dauerkarten gibt es für Lobbyisten. Finde den Fehler, ja. Und dann reden wir von Demokratie. Ja, ich meine, natürlich ist es jetzt, kann ich jetzt nicht sagen, das ist absolut undemokratisch, wenn ein Lobbyist sich mit einem Politiker unterhält, das nicht, ja. Aber eben, man muss halt da auch schon einen Unterschied machen. Und man muss diese Fragen doch stellen dürfen, oder nicht? Und wie gesagt, mir geht es um Finanzen, ja. Und dass diese Wirtschaft so mir nichts, dir nichts, gerade in Deutschland, so dermaßen an die Wand gefahren wird. Für wen denn? Für wen denn? Für den Geldbeutel weniger? Insofern, Finanzen ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich finde nach wie vor, dass Edelmetalle gerade in der Hinsicht Schutz bringen werden für viele Menschen, wenn auch gleich viele das jetzt nicht so wahrnehmen werden, dass das die Absicherung ist, die man braucht im Leben, ja.
Und ich sage auch nicht, es ist die einzige Absicherung. Ich sage nur, es ist ein zusätzlicher Baustein, der im Moment höher gewichtet sein soll. Ja? Wie das in ein paar Jahren aussieht, kann das wieder ganz anders sein. Aber wie gesagt, ja, so zu tun, als wenn die weißt du, das ist immer so lustig, da tut man immer so, die Edelmetalle nicht befreundet. Aktien schon. Yeah! Ja, aber das ist auch nicht der Sinn und Zweck von Edelmetalle, dass sie bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag hochperformen. Das ist nicht der Sinn von Edelmetalle, ja? Es ist der Sinn von Edelmetalle, dein Vermögen zu sichern, abzusichern, es sozusagen zu erhalten und zu bewahren. Und wenn das in manchen Köpfen von manchen Menschen nicht reingeht, ja, dann müssen sie halt einfach Pech haben im Leben, ja? Es ist halt dann einfach so. Es gibt halt einfach Menschen, Entschuldigung, wenn ich das so deutlich in die Kamera sage, die es einfach nicht begreifen wollen. Ist halt dann so. Fertig, aus ist die Maus. So ist es. Ja, liebe Freunde, ich muss aufhören, weil sonst rede ich noch 10 Stunden. Aber das sind so Dinge, die sind mir einfach wichtig. Die muss ich mir einfach von der Seele reden. Und gerne möchte ich die mit euch teilen. Und gerne dürft ihr eure Kommentare dazu äußern. Bleibt bitte sachlich, ihr wisst es ja. Sonst gibt es wieder irgendwelche Spinner in Anführungsstrichen, die sich dadurch bestätigt fühlen, ja. Wir sind einfach alles nur Menschen, die sich Sorgen um ihre Zukunft machen und sich sozusagen finanziell absichern wollen mit den richtigen Mitteln, ja. Und das ist das, worauf es ankommt, ja. Ich meine, es gibt sehr viele Menschen, die ihren Kindern wohl kaum eines Tages erzählen wollen, ach, Entschuldigung, der Weihnachtsbaum, der bleibt heute leer, weil, ist nicht, gell. Das werden wahrscheinlich die wenigsten Menschen wollen, nehme ich mal an. Insofern macht das ja Sinn, sich im Leben weiterzubilden, finanziell vor allen Dingen weiterzubilden, ja. Und das geht eben mit Edelmetalle. Nicht ausschließlich, aber eben mit. Unter auch hauptsächlich oder im Moment sehr viel mit Edelmetalle. Gold, Silber, Platin, ETFs, ETCs, ja, ETCs, Zertifikate, sprich Euwax, Xetra, scheiß die wandern was. Minenaktien, ja, habe ich auch schon oft genug gesagt, First Majestic, Silver Chest Metals, was auch immer, ja, oder eben auch Aktienpakete, ETFs, was weiß ich, ja, Vanguard, Fuzzy, Allworld, scheiße, wandern was, ja, es gibt so viele Produkte, aber lasst euch doch nicht bequatschen von wegen, der hat wieder das ultimative Produkt, selbst ist man, oder wie sagt man, selbst ist der Mann, selbst ist die Frau, liebe Freunde. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst mir wieder einen großen Daumen nördliche Richtung da und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Danke für eure Zeit, hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, dass ihr mir hier eure Zeit schenkt. Es macht mir immer wieder Spaß. Gerne abonnieren. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Danke für eure Zeit. Ciao mit V, euer Silvamatze.